Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Kennt ihr vielleicht vom Thermomix noch früher diesen Datteldip? Ich habe den immer super gerne gemocht und jetzt gibt es eine vegane Variante, die mich so richtig überzeugt hat und die teile ich jetzt mal eben mit euch. Das sind die Zutaten, die ich dafür verwendet habe. Ich zeige euch natürlich jetzt im Einzelnen nochmal. Das sind hier weiße Bohnen, das ist die Basis im Grunde genommen dafür und weiße Bohnen sind einfach nur genial. Man kann sie für so vieles verwenden. Dann habe ich hier Feigen gekauft. Ich wollte eigentlich Datteln kaufen, aber ich habe mich vergriffen. Mit Feigen funktioniert und schmeckt es aber mindestens genauso lecker. Und das kommt jetzt erstmal zusammen in den Thermomix und wird schön klein gemixt, bis so eine Creme entstanden ist. Also ich habe es jetzt hier nicht ganz, ganz fein püriert, sondern so, wie ihr das hier sehen könnt. Das bleibt dem Geschmack überlassen. Dann kommen Knoblauchzehen hinzu. Die genaue Mengenangabe von allem schreibe ich euch wie immer unter das Video. Und dann kommt noch Sojajoghurt mit hinzu. Ich habe jetzt den von Alpro genommen, den ohne Zucker und Creme Vega, von beidem ca. 100 Gramm. Und dann kommt noch ein Schuss Zitronensaft dazu. Ich habe jetzt eine frische Zitrone und den kleinen Zitronensaftausgießer. Den kennt ihr vielleicht auch schon von mir. Ungefähr ein Esslöffel Zitronensaft kommt mit hinein. An Gewürzen kommt da jetzt noch Curry mit hinzu, so ungefähr 2 Teelöffel. Paprika edelsüß, circa 1 Teelöffel. Und ein bisschen was für die Schärfe. Ich habe jetzt hier Cayennepfeffer genommen. Ihr könnt auch ein bisschen Chili-Pulver nehmen oder was ihr so da habt, irgendwas für die Schärfe. Und ein bisschen Salz. Und dann wird das Ganze einfach nochmal püriert. Ich kann euch jetzt nicht sagen, welche Stufe oder so. Man muss es auch zwischendurch immer mal nach unten schieben wieder und dann nochmal neu pürieren. Ich würde keine weitere Flüssigkeit dazugeben und dann ist der Dip auch schon fertig. Er schmeckt super, super lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Er steht dem herkömmlichen, der, glaube ich, mit Feta gemacht wurde, in nichts nach und darf auf keinen Fall bei einer Party, bei einem kalten Buffet oder abends zum Knabbern fehlen. Ja, probiert es unbedingt mal aus. Sagt mir, wie es euch geschmeckt hat. Ich danke euch fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.